Ich habe euch heute eine Internetseite mitgebracht. Und zwar ist der AliExpress. Da ist eine chinesische Konkurrenz zu Amazon. Das sind auch Verkäufer, die ihre Sachen hier anbieten. Und AliExpress selber verkauft nichts. Es hat sehr viele Sachen. Tendenziell so günstig bis billig von der Qualität, aber da kann man durchaus auch mal brauchen. Also, einmal ist es auch gut. Ich habe zum Beispiel mein Handy von dort gekauft. Und ja, das ist ein Xiaomi. Und mein Einrad, das ich schon ein paar Mal davon erzählt habe, habe ich von dort. Ein paar Kuvert haben wir jetzt bestellt. So ein USB-Stick, dass ich ein Mikrofon am PC anhängen kann, habe ich von dort. Ja, so verschiedene Sachen. Ist eine ziemlich gute Seite, eben für genau so Sachen. Und jetzt besonders, ist am 11.11. kann man ganz machen sie ein saugute Angebot für alles Mögliche. Und ja, da wollte ich euch sagen, schaut doch, dass ihr dann schaut, ob ihr etwas findet, was ihr unbedingt wollt, und dann an dem Tag findet ihr es günstiger. Zum Beispiel meine Kamera, die ich in der Vlog 6 mit aufgenommen habe, die habe ich auch von dort, das ist die hier. Die habe ich auch von dieser Seite. Aber man kann auch anders wie Elektronik. Ich kaufe halt nur Elektronik, aber man kann auch Modensachen. Ein Kollege von mir hat das schon gemacht und ist sehr zufrieden. Ja, Werkzeug und Sachen. Es ist eben, einmal ist es auch ein bisschen billig. Aber ja. Jetzt ganz besonders. Ich hoffe, ich finde es. Ah, da. Gehen wir durch. Also da hat man verschiedene Sachen, das ist immer eine chinesische Marke. Ja, wo etwas günstiger ist, aber die Kameras sind jetzt 50% günstiger. Also die kostet aber ohne dem irgendwie 70 Stutz. Aber ja. Ja, und das. Das Teil, da wollte ich. Ja. Und das ist saugünstig. Wakata. Ich habe es schon ein paar Mal angeschaut, das ist wirklich das, was mir am ehesten in Frage kommt. Mein Samsung-Tablet ist irgendwie kaputt. Es braucht über 24 Stunden, um den Akku voll aufzuladen. Und runter geht er immer noch gleich schnell wie halt schon immer, in einem Tag. Und ja, da bin ich nicht zufrieden. Jetzt denke ich auf viel Neues. Da kostet dann an dem Tag nur noch 286 Dollar. Da kommen vielleicht noch 50 Dollar Zoll dazu. Aber er hat coole Sachen. Also er hat einen Full-HD-Bildschirm. Okay, Samsung hat mehr, aber das ist schon mal gut. Intel drin, da hat Samsung nicht. 64 GB SSD, da hat es auch nicht. Ein Wacom-Stylus hat es glaube ich auch nicht. Also compatible with, aber ich habe einen. Und Keyboard und so. Das ist einfach gut, ich schreibe gerne Notizen auf dem Tablet während der Schule. Und wenn der dann noch Windows hat und nicht so teuer ist, das ist natürlich super. Das ist wirklich super. Ja, das wollte ich euch empfehlen. Ja, schaut doch auch um, was es für euch hat. Wenn ihr mit der App geht, dann habt ihr, dann sind ihr noch günstiger. Vielmal hat man wesentliche Rabatt auf dem. Ja. Von
verpassen nicht den 11. November, weil dann gibt es ganz gute Aktionen.